Hallo ihr Lieben, seid ihr auf der Suche nach einem besonderen Snack für euren Spieleabend? Falls ja, seid ihr jetzt genau richtig, denn wir werden jetzt in Zukunft ein paar außergewöhnlichere Snacks für euch probieren und euch ein bisschen was darüber erzählen. Heute haben wir drei verschiedene Chipsorten für euch da, von den krossen Kerlen über Maischips mit Schokolade, ja. Ja. Das sind Tortilla-Chips, ne? Das sind Tortilla-Chips. Ja. Mit blauem Maismehl. Sprich, sehen halt auch noch ein bisschen ansprechender aus. Also mal was anderes als ganz normale Tortillas auf dem Tisch. Ob sie genauso schmecken, das werden wir gleich sehen. Ja, preislich liegen die ganzen Produkte so um die 2 Euro. Die genauen Werte blenden wir euch dann nochmal genau ein, was wir dafür bezahlt haben. Ist natürlich ladenabhängig immer die einzelnen Preise oder ob mal was im Angebot ist. Ja, ich würde dann sagen, dann starten wir mal und probieren. Ja. Ja, mal gucken. Das ist jetzt mit blauem Maismehl, ne? Das und ist Sour Cream. Blaues Maismehl, genau, was es halt die Farbe ausmacht, wie ihr seht, und halt mit Sour Cream Geschmack. Ja, ich habe hier ganz einfache Kartoffelchips mit Karamell und Salz. Salty Karamell ist ja eigentlich ganz geil. Mal gucken, ob die Chips auch geil sind. So, bei denen gehen wir ja mal davon aus, dass das wie diese Tornados so halbwegs gibt, wer sie kennen sollte. Weil es im Endeffekt auch nur ein Mais-Snack mit Milchschokolade bedeckt ist. Ich weiß es nicht, ob ich der Einzige bin, der gerne normale Chips, Paprika-Chips, was auch immer für Chips, mit Schokolade zusammen isst. In diesem Haus ist er der Einzige. Wo ich sie gesehen habe, war für mich klar, die müssen definitiv mit in die Auswahl kommen. Die sehen auch irgendwie nicht so appetitlich aus. Doch. Also vom Aussehen her würde ich nur die essen. Ich befürchte mal, dass es leider Gottes auch einen Großteil der Menschen ausmacht, die einfach nur, weil es blau ist oder eher in einem lila Ton ist, diese Chips eher weniger anrühren würde. Wahrscheinlich ja vom Optischen, wie sie sagt, ist es das doch deutlich ansprechender als das Klassische eben. Das Klassische, das was man kennt. Aber fangst du damit an? Also sie riechen nicht nach Chips. Ich finde, da riecht man schon so ein bisschen Karamell raus. Schmeckt man auch sofort. Mhm. Also wer Karamell und Salz mag, sei es in Eis, sei es in Schokolade, sei es in weiß Gott nicht was, wo es ja jetzt inzwischen alles vertreten ist. Also ich finde sie lecker. Also ich finde sie auch lecker, aber ich finde, da ist ein bisschen wenig Salz dran. Das stimmt. Also es schmeckt nicht nach Karamell-Salz. Also es ist Karamell eigentlich. Schmeckt halt komplett süß. Es sind süße Chips, ja. Aber kein Karamell ist falsch, aber kein salty Karamell, wie man es halt erwartet. Also sie sind eher süß. Hm. Ich finde, es kommt nicht 100%ig das Karamell durch. Aber ich finde es als Alternative zu den normalen Chips, sag ich mal, hier zusammengefasst, auch Paprika, Barbecue, Sour Cream oder was es nicht inzwischen alles gibt und was ja so dieser normale Partyabend-Hit ist, ist es mal ganz nett. Aber ich glaube, auf Dauer wäre es nicht mein Favorit. Nee. Also es schmeckt halt eigentlich nur süß karamellig, aber ja. Mehr auch nicht. Dann eher vielleicht die Schokolade mit Karamell und Salz. Ja. Als die Chips. Was ich aber gut finde, dass das dicke Chips sind. Die sind relativ dick. Die sind nicht so dünn wie die von Crunch Chips oder sonst was. Die zerbröckeln dir ja schon beim Schief angucken, aber die sind gut stabil. Das finde ich ganz gut. Was du sagtest, ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, glutenfrei sind alle? Ja, glutenfrei sind sie alle. Ist halt Mais und Kartoffel. Von der Grundbasis her. Aber in einem ist halt Milch enthalten, dementsprechend leider nicht laktosefrei und nicht vegan. Ja. Das ist es halt so. Auf jeden Fall schmeckt man die Sour Cream. Es ist ein Tortilla mit Sour Cream. In Bund. Ja. In Bund, ja. Mehr kann man eigentlich nicht sagen. Sie sind sehr lecker, mit dem passenden Dip natürlich wieder dazu.
Ich würde auch ohne Dip gut finden. Ohne, ja, und natürlich. Die Sour Cream, die halt schon drin ist. Aber sie sind sehr lecker. Sie sind nicht super trocken, finde ich. Ist okay, ja. Es geht auch ohne Dip, wie du schon sagst. Aber es ist halt farbig. Was ich glaube, vielen halt erstmal ins Negative geht. Das in der Mitte bin ich ja immer noch am skeptischsten. Du wirst es mögen. Wenn es wie die Tornados schmecken und dann noch mit Schokolade. Ich nehme hier so extra klein. Also Schokolade ist ja geil. Also. Ich finde sie super. Also von den drei auf jeden Fall mein Favorit. Ich finde die Konsistenz ganz merkwürdig. Es ist sehr, also man merkt, dass was drin ist, was knusprig ist, aber es ist nicht wie die Chips, so super knusprig, sondern eher wie so eine aufgeweichte Waffel, finde ich. Ja, womit ist es zu vergleichen? Eine aufgeweichte Waffel nicht. Ja, so wie, keine Ahnung, Manna oder jetzt auch die Rittersport mit Waffel, so ein bisschen, ja. Finde ich von der Konsistenz, aber halt trotzdem nicht so knackig dabei. Ich weiß nicht, knackt das, wenn ich das durchbreche? Ich mach das mal nah ans Mikro. Ja, siehst du. Im Gegensatz zu hört sich das schon ganz anders an. Also das ist dann doch eher so ein stumpfes, ich weiß nicht. Ich halte das mal in die Kamera, so aufgerubbelt. Sieht halt komisch aus. Es ist halt so ein Tornado mit Schokolade drumherum. Ähnlich, als wenn du in die Chipstüte greifst, dir 3-4 Chips nimmst, von der Schokoladentafel, welcher Wahl auch immer, ein Stückchen abbrichst und beides in den Mund steckst. Nicht meins. Also kauft euch die, die sind am ehesten, am leckersten. Und die am normalsten, bis auf die Farbe. Das sind halt mal besondere Sachen. Also ich finde, wenn man das halt auch mag, dass man mit Chips oder auch Flips oder sonstiges halt so salziges mit süßem kombiniert, sind sie sehr lecker. Schokolade ist lecker. Das stimmt, die Schokolade ist doch eigentlich echt lecker. Es ist halt was Besonderes. Falls ihr euch mal gefragt haben solltet, wie irgendwelche Chips schmecken, schickt sie uns und wir probieren es aus. Und teilen es dann noch mit allen anderen natürlich. Dementsprechend, wir haben hinter der Kamera schon die nächsten alle liegen. Für die nächsten paar Videos mal wieder ein paar ausgefallene Sachen. Freut euch drauf. Und falls euch das gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Genau, und falls ihr noch irgendwelche Chips habt oder sowas, die man mal probieren sollte, gerne in die Kommentare damit.